Germanischer Kultstätten. Einige therapieren sich mit Licht, anderen weisen Runen den Weg ins Großdeutsche Reich. Erkundungen im Innenleben der rechten Esoterik. Bergisch Gladbach. Patricia, 23 Jahre alt. Mordopfer. Getötet Anfang Februar in ihrer Wohnung in Bergisch Gladbach. Er hat die Tat gestanden. Thomas Lemke. Ein polizeibekannter Neonazi, vorbestraft wegen Waffenbesitz, Brandstiftung und Volksverhetzung. Hier vor ihrer Wohnung trifft Patricia Wright auf ihren mutmaßlichen Mörder. Ein Aufkleber auf ihrer Jacke wird ihr zum Verhängnis. Nazis raus aus Deutschland. Thomas Lemke folgt Patricia ins Treppenhaus, schlägt sie in ihrer Wohnung nieder und versucht sie mit Schnürsenkeln zu erdrosseln. Dann sticht er 91 Mal mit einem Messer zu. 6 Wochen später wird Thomas Lemke gefasst. In ersten Vernehmungen präsentiert sich der Rechtsextremist als Überzeugungstäter. Nach der brutalen Tat taucht Thomas Lemke im sauerländischen Altena unter. Hier wird der rechtsextreme Aktivist und selbsternannte Kämpfer für ein neues Deutschland auch festgenommen. Und er gesteht der Polizei weitere Morde. Der altgermanische Gott Odin habe ihm den Mordauftrag gegeben. Odin ist der Gott der Schlachten. Er steht für Krieg und Tod. In diesem Waldgebiet will Lemke ein weiteres Mädchen getötet haben. Im Kofferraum eines Autos hierhin geschafft, erdrosselt, erschlagen und verscharrt. Das Motiv? Dagmar Kohlmann wusste, wo sich Thomas Lemke versteckt hielt. Das dritte Opfer, Martin Kemming, ermordet mit 2 Schüssen aus dieser Pumpgun. Er musste angeblich sterben, weil Lemke ihn für einen Verräter hielt. Für die Polizei ist Lemke ein verklemmter Spinner. Unbestritten ist seine Zugehörigkeit zur rechtsextremen Gewaltszene, in der altgermanischer Glaubenskult und Gewaltverherrlichung dicht beieinander liegen. Dieser Prospekt ein Beleg unter vielen. Altgermanische Kultgegenstände neben Hieb- und Stichwaffen und der Vermummung für den Nahkampf mit dem Feind. Alles in einer Bestellung zu erledigen. Wir bleiben in Altena. In einer Gaststätte treffen sich Odin-Gläubige aus ganz Deutschland zu ihrem höchsten Feiertag. Der sogenannte Armanenorden feiert hier sein Osterting. Unsere Kamera ist unerwünscht. Die Veranstaltungen der Armanen finden unter strengster Abschottung statt. Bei der Ehrung germanischer Gottheiten möchte man unter sich bleiben. Guten Tag. Guten Tag. Wir haben da jetzt schön Aufkleber drauf. Wir drehen gerade was über den Germanenmörder. WDR. Die Polizei fährt schon hier rum. Also wahrscheinlich ist die Sache da irgendwie offiziell hier kundgetan worden. Was ist denn bei Ihnen eigentlich los? Ja. Ganz normale Versammlung. Ja. Das ist ein ganz normales Restaurant, da kann jeder reingehen. Ne? Ja, ja. Ja. Spielt doch gar keine Rolle. Ne? Ja, und wo ist das Problem? Ja, wenn ich schon jemanden sehe mit einer Kamera, der mein Auto da beleuchtet, also da finde ich also immer nicht also gut. Ne? Ja, Moment, die Aufkleber sind da ein bisschen komisch, oder? Ja, die finde ich überhaupt nicht komisch. Ne? Ich meine, ertragen Gott ist nicht unbedingt da drauf hier. Ne? Braucht es auch nicht. Die Position der Armanen ist auch so klar. Zitat aus einer internen Schrift. Die Bande der Naturordnung, der Rassen, Völker und Stämme sind von zersetzenden Mächten bedroht. Gedankengut von Rechtsextremen? Als Rechtsextrem möchte ich mich schon mal gar nicht bezeichnen, auch meine Kinder nicht. Ne? Also auch die Leute, die da drin sind, da ist also keiner von denen also irgendwo rechts. Sie stehen also irgendwo allem Leben. Ne? Hat also keiner irgendwas damit zu tun, ne? dass irgendwo rechts extravagante Typen da rumlaufen, ja, dass man da Heil Hitler oder solchen Unsinn, ja, ist die Gesellschaft weit weg von. Ja. Alles harmlos, alles offen. Drehen lassen will man uns trotzdem nicht. Stattdessen rufen die Jünger Odins die Polizei, um die lästigen Zeugen ihrer Feierlichkeiten loszuwerden. Dieser Mann kennt sich aus im Innenleben der Armanen.
Er recherchiert seit Monaten im germanischen Glaubensverband unter falschem Namen. Sein Pseudonym Peter Jansen. Durch einen Trick hat er eine Einladung zum Osterting erhalten. Peter Jansen wird unser Informant. Rechtsextreme Tendenzen gibt es auf jeden Fall, die ich dort beobachten konnte. Es begann gestern mit einem Vortrag über das Weibliche im Germanischen. Da wurde, ohne es ausdrücklich zu sagen, antijüdische Tendenzen herausgestellt. Zum Zweiten, die ausgelegte Literatur gehört zu einem großen Teil in das rechtsextreme Spektrum. Dann haben wir in den Kulthandlungen ein Gebet heute erleben können. In diesem Gebet an die Göttin Freya wurde für die hellhäutigen Menschen gebetet. Versteckte Aufnahmen von den Feierlichkeiten des Armanenordens. Das Osterting der Armanen. Auf den ersten Blick eine harmlose Familienfeier mit Kindern. Kinder spielen eine große Rolle bei den Armanen, ganz offensichtlich. Das kann man schon daran sehen, dass sehr viele Kinder dort vertreten waren. Und ein Vater hat mir gesagt, dass er seine drei Söhne heidnisch wirkungsvoll erziehen will. Erziehung im Kerzenlicht des Irminsul-Altars, dem Allerheiligsten des Armanenordens. Im trauten Verbund mit Aktivisten der rechtsextremen Szene. Bei diesem Treffen entdeckt unser Informant den Neonazi Jörn Schönlaub. Bilder von seiner Verhaftung in Detmold vor 2 Jahren. Inzwischen ist er wieder auf freiem Fuß. Schönlaub ist seit Jahren Aktivist und Chefideologe der verbotenen nationalistischen Front, die in Detmold ihr Hauptquartier unterhielt. Als Herausgeber der Neonazi-Postille Lebensborn macht Schönlaub keinen Hehl aus seiner Gesinnung. Ich bin stolz auf meine deutsche Abstammung. Ich kämpfe nur noch für meine Art. Ich suche meine Freunde in meiner Art. Ich zeuge nur Kinder unserer Art. Ich meide alles Artfremde. Schönlaub zählt den Armanenorden zu seinen engsten Verbündeten. Kein Zweifel, wohin die gemeinsame Reise geht. Wir sind die Kämpfer des neuen Reiches. Wir kämpfen bis zum Sieg. Wir haben auch schon rechtsextremistische Gruppierungen gehabt, beispielsweise in der inzwischen verbotenen nationalistischen Front, die einen germanischen Kult betrieben, die also durchaus Odin und Thor und Loki und wie die alle heißen, aus der germanischen Götterwelt für attraktiv genug hielten, um Leute an sich zu ziehen. Wir wollen mehr über die Ideologie des Armanenordens erfahren, begleiten unseren Informanten Peter Jansen auf einer Reise nach Köln. Dort ist er mit dem Großmeister des Armanenordens verabredet. Treffpunkt ein unauffälliges Café, mit dabei unsere versteckte Kamera. Adolf Schleipfer ist hauptamtlicher Funktionär des Armanenordens, Koordinator und ideologischer Vordenker. Ein paar Schriften aus dem eigenen Verlag hat er für Peter Jansen gleich mitgebracht. Das Schrifttum des Armanenordens ist zum großen Teil identisch mit den ideologischen Grundlagen des Nationalsozialismus aus den Jahren vor 45. Die Pamphlete finden sich in keinem normalen Buchladen, sondern werden ausschließlich unter der Hand über den Armanenverlag vertrieben. Und auch die Äußerungen des Großmeisters selbst lassen keinen Zweifel über die Art seiner Gesinnung. Also ich habe mir das aufgezeichnet, unmittelbar nach dem Treffen, hier auf dem Zettel. Er hat zu den Juden gesagt, wörtlich, die natürlichen Feinde der Armanen sind die Juden. Er spricht von der internationalen Weltregierung. Das ist eine Vokabel, die gehört in das Wörterbuch des Untermenschen von Joseph Goebbels, beziehungsweise sie kommt daraus. Er spricht vom Völkerbrei. Das ist ein Sammelsurium von eindeutig rechtsradikalen Äußerungen. Nach dem Kaffeetreff weiß Peter Jansen auch, wie der Armanenorden sich gegenüber dem Verfassungsschutz tarnt. Er sei keine politische, sondern eine naturreligiöse Vereinigung. Fraglich, ob sich der Verfassungsschutz durch solche Manöver täuschen lässt. Es gibt so etwas, es gibt also Schnittmengen zwischen Glaubensgemeinschaften, Religionsgemeinschaften, etwa germanische Glaubensgemeinschaften und rechtsextremistischen Tendenzen, also beispielsweise was Rassismus angeht, was das Verhältnis zum Deutschtum angeht, zum Germanentum. Da gibt es natürlich Überschneidungen und wir sind da durchaus in manchen Fällen interessiert. Seit Jahren im Visier des Verfassungsschutzes eine Seminarstätte im westfälischen Flotow, das Collegium Humanum, eine germanisch-völkische Institution.
Hinter dem harmlosen Namen Collegium Humanum verbirgt sich ein Schulungszentrum der gesamten rechtsextremen Szene in Deutschland. Hier bereiteten Neonazis die Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag von Adolf Hitler vor. Der Vorsitzende im Trägerverein, Ernst Günther Kögel, ist rechtskräftig wegen Volksverhetzung verurteilt. Kögel ist ein Auschwitz-Leugner. Zitat. Denn, wie wir heute wissen, war den Verantwortlichen von der ersten Stunde an bekannt, dass es keine Vergasungsanlagen gab. Das Collegium Humanum in Flotow tarnt sich mit harmlos klingenden Seminaren. Leiter des Ganzen, Werner Georg Haferbeck, einer der bedeutenden Ideologen des Dritten Reiches. Heute finden sich seine Publikationen und Ideen in rechten Zeitschriften. Ökologie dient für ihn der Erhaltung einer höherwertigen Rasse. Haferbeck war zeitlebens ein Faschist. Seit der Zeit des Nationalsozialismus hat er immer eine identische politische und ideologische Position vertreten. Aber hat diese Position je nach Zeitumständen anders verpackt. In den 50er Jahren hat er sie in anthroposophische Begriffe verpackt. Solche Begriffe sahen damals harmlos aus. In den 60er und 70er Jahren hat er ökologische Termini verwandt, um seine faschistischen Positionen weiterverkaufen zu können. Und den allermeisten ist das noch nicht mal aufgefallen. Und wie die Amanen begeistert sich Haferbeck für heidnische Rituale. An den Externsteinen nahm er an Sonnenwendfeiern teil und veranstaltete Seminare. Dazu kamen regelmäßig auch polizeibekannte Neonazis und Aktivisten aus rechtsextremen Gruppen, so ein Informant. Die altgermanischen Kultstätten haben auf Neonazis eine mythische Anziehungskraft. Nicht nur in Ostwestfalen, neuerdings auch in Sachsen-Anhalt. Das Questenfest in Questenberg. Hoch über dem Dorf wird jährlich zu Pfingsten die sogenannte Queste aufgestellt. Über ihren eigentlichen Ursprung weiß niemand etwas Genaues. Viele sehen in dem Brauch einen alten germanischen Sonnenkult. Richtig gutes, schönes germanisches Wetter, möchte ich sagen. Was reizt Sie an diesem Fest? Die lange Tradition, möchte ich sagen. Ja, dass ich das so lange erhalten konnte, trotzdem wir 1000 Jahre Christentum zu erdulden hatten oder noch haben. Unser Brauchtum so in Europa oder Deutschland geht so ziemlich den Bach runter eben. Ne? Also schläft alles ein, alles so Einheitstraditionen werden bloß noch gepflegt eben. Ne? Und nicht das Altümerliche eben der Vorfahren und Ahnen eben. Ne? Vermute ich ja stark, dass das hier eine heidnische Tradition ist. Die findet man hier nur noch selten. Ne? Ich habe das auch früher gar nicht gewusst hier. Da redet ja auch kein Mensch drüber. Im Dritten Reich war Questenberg durchaus ein bekannter Ort. Das Fest der Dorfbewohner wurde zu einer nationalsozialistischen Weiheveranstaltung. Die Questenberger zum Prototypen des Ariers stilisiert. Sogar ihre Köpfe wurden vermessen. Questenberg war ein Wallfahrtsort für die Rasseforscher. Werner Haferbeck aus dem Collegium Humanum war damals, 1934, Leiter des Reichsbundes für Volkstum und Heimat. Im Questenfest sah er den reinsten aller germanischen Sonnenkulte. Gleich nach der Wende, 1990, kam Haferbeck wieder nach Questenberg und hielt einen Vortrag. Während dieses Vortrages betonte er, dass er vor 60 Jahren zur Zeit des Nationalsozialismus schon einmal am Questenfest teilgenommen hat und er das Fest aus dieser Zeit noch in sehr guter Erinnerung hat. Die junge Bürgermeisterin ist eine engagierte Kämpferin gegen die Vereinnahmung des Questenfestes durch germanisch-völkische Propaganda. Wochenlang erhielt sie Morddrohungen. Ihr Sohn wurde auf offener Straße zusammengeschlagen. Den Questenbergern sind die Vereinnahmungsversuche durch Werner Haferbeck und seine braunen Anhänger eher peinlich. Doch auch die halten sich beim Questenfest dieses Jahr eher zurück. Keine Aufmärsche, keine fackeltragenden Skinheads. Vielleicht liegt es an der Anwesenheit unserer Kamera. Auch Werner Haferbeck wird dieses Jahr nicht gesichtet. In den Propagandaschriften der Rechtsextremen ist das Questenfest durchaus präsent.
Die Queste als das völkisch-germanische Symbol, das alle Gruppierungen eint. Dekoration für extreme nationalistische Gesinnungen. Kostprobe. Wir gedenken der unerreichbaren Leistungen unserer Frontsoldaten, die 6 Jahre lang für unser Volk und eine große Idee standgehalten und Ströme von Blut gegeben haben. Dieser nationalsozialistische Propagandafilm zieht eine direkte Verbindungslinie zwischen dem arischen Herrenmenschen und der germanischen Bauernkultur. Mystischer Kitsch bestimmte nicht nur die Rituale bei SS und NSDAP, auch die nationalsozialistische Erziehung war davon geprägt. Die Germanen angeblich eine unbesiegbare und kulturell hochstehende Rasse. Wehrhaftigkeit und Waffenfreude sprechen stolz zu uns aus den unendlich vielen Funden der Bronzezeit, an denen die besonders vielseitige Kraft künstlerischer Gestaltung immer wieder zur Bewunderung zwingt. Und immer wieder finden Sie die mythischen Symbole, den Sonnenwagen und das alte urnordische Heilszeichen des Hakenkreuzes. Helfen Sie uns, die geschichtliche Lüge von der Barbarei und dem Nomadentum unserer germanischen Vorfahren ein für allemal aus der Welt zu schaffen. Helfen Sie uns, den Stolz des deutschen Volkes auf seine vieltausendjährige bäuerliche Kultur wieder zu wecken. Auch in der NS-Literatur wird der Germanenkult auf die Spitze getrieben. Der kernige Urahn zum Mittelpunkt des nationalsozialistischen Rassenwahns. Die Edda, eine Sammlung von Götter- und Heldensagen, zur heiligsten Schrift erklärt. Die Feldzeichen für die neue Weltordnung unter deutscher Führung, Hakenkreuz und Runen. Fünfzig Jahre nach dem Zusammenbruch haben Esoteriker die Runen wiederentdeckt. Auch wenn sie mit Neonazis nicht das Geringste zu tun haben. Wenn Sie zum Beispiel ein Problem haben oder eine wichtige Entscheidung treffen müssen, dann können Sie diesen Runenbeutel zur Hand nehmen und eben ein oder mehrere Runensteine ziehen. So sehen die aus. Und dann haben Sie eben bestimmte Literatur zur Auswahl und können die dann zur Interpretation der Steine, die Sie gezogen haben, heranziehen. Und das hilft Ihnen dann im Idealfall bei Ihrer Entscheidung. Zurück zu den germanischen Wurzeln, so die fragwürdige Botschaft. Statt fernöstlicher Meditation Runengymnastik. Statt Buddha oder Hare Krishna der Kriegsgott Odin. Seine Anhänger nennen sich germanischgläubig oder deutschgläubig. Und die Edda verkündet allen die Heilsbotschaft. Den Sieg der nordischen Rasse über alle anderen. Also gerade weil die Runen einen germanischen Ursprung haben, haben wir als Nordeuropäer einen besonders guten Zugang zu den Runensteinen. Weil das eben auch unsere Wurzeln sind, dieses Germanische. Der Esoterikmarkt boomt. Die Umsätze gehen in die Milliarden. Mittlerweile kommt jede dritte Neuerscheinung aus dem Bereich der Esoterik. Immer neue Gurus werden vermarktet, neue Lichtgestalten gesucht und gefunden. Über germanische Rituale zu Blut und Boden, über Brauchtum zum Deutschtum, über Volkstum ins Völkische. Manchmal dient der mystische Nebel nur zur Verschleierung rassistischen Wahns. Fraglich, ob die junge Buchhändlerin weiß, was da so alles in ihren Regalen schlummert. Unter dem Stichwort christliche Mystik ein willkürlich herausgegriffenes Machwerk. Offener Rassismus, getarnt als Lebenshilfe. Zitat: Die Menschen der einzelnen Rassen sollen sich kennenlernen, aber dazu bedarf es einer Vermischung artfremder Rassen durch körperliche Fortpflanzung nicht. Der Esoteriker ein rassebiologisch verblendeter Extremist? Ich glaube, dass eine Disposition geschaffen wird, die eine Einbruchstelle bietet für rechtsextremes Gedankengut. Gewissermaßen Voraussetzungen geschaffen werden oder verstärkt werden, die dann irgendwann, wenn die Situation günstig ist oder ungünstig ist, einen eben den Schritt in eine solche politische Ideologie leicht machen. Esoterik als Einstiegsdroge für nationalistischen Wahn. Überall in der Esoterik spielt das Licht eine bedeutende Rolle. Dessen Gurus nennen sich Lichtgestalten. Eine treffen wir im westfälischen Flotow.
Lichtmassage im Märchenzentrum der Troubadoure. Ihr Chef, Jean Ringenwald. Jeder Mensch ist eine Lichtgestalt, wenn man sie mit den inneren Augen anschaut. Und auch, was die Wissenschaft jetzt immer deutlicher entdeckt, dass jeder Kern einer Zelle, eines Organismus, eigentlich ein Lichtkern ist. Und dass im Grunde all diese Materie verdichtete Lichtschwingungen sind. In diesem Märchenzentrum kann man selbst erfundene Berufe erlernen. Lichtmasseur, Lebenstrainer oder einfach Märchenerzähler. Die Grundlage dafür allerlei Hokuspokus, wie ein Aussteiger berichtet. Es waren verschiedene Sachen. Also erstmal so relativ kleine, skurrile Sachen, wo ich gedacht habe, das kann irgendwie nicht richtig sein. Also eine Geschichte, wo Leute versucht haben, eine Waschmaschine heile zu meditieren, was nicht funktioniert hat. So eine Idee, dass man irgendwann, wenn der Atomkrieg kommt, dass die Gemeinschaft der Troubadoure fähig ist, radioaktive Strahlung zum Beispiel durch eigene Energie zu neutralisieren. Solche Ideen. Für Jean Ringenwald liegt die Weisheit im Märchen. Mit ihnen will er die Welt vom Hunger befreien und seine Troubadoure in den ewigen Frieden führen. Es war einmal ein König und eine Königin. Die hatten sich von Herzen lieb und lebten zusammen im goldenen Schloss. Und da sie sich so sehr liebten, wünschten sie sich sehnlichst ein Kind. Harmlose Spinnerei? Die Troubadoure waren lange Jahre Hausherren der rechtsextremen Bildungsstätte Collegium Humanum. Noch 1991 veranstalteten Werner Haferbeck und Jean Ringenwald dort ein gemeinsames Seminar. Am Vortag hatten sie zusammen die Sonnenwende gefeiert. Später distanzierte sich Ringenwald von der rechtsradikalen Bildungsstätte. Wenn man sich die Märchenzeitung ansieht, dann wird eins sehr deutlich, dass es antidemokratische und sehr rechtslastige Argumentationsfiguren gibt. Eine besonders, das Führertum. Jean Ringenwald sieht sich sicherlich, und das kann man auch in der Märchenzeitung sehen, als eine geistig erleuchtete und eingeweihte Persönlichkeit. Wir schließen die Augen und wir gehen den Weg nach innen. Wir wenden uns zunächst unserem Leibe zu. Mit einem hauseigenen Video werben die Troubadoure für ihre Seminare. Sie sind eines der größten Märchenzentren in Deutschland. Von seiner Anhängerschaft lässt sich Ringenwald führerkultisch verherrlichen. Die Troubadoure sind sektenähnlich organisiert. Das Märchenzentrum lässt sich nicht ins Innenleben schauen. Aussteiger haben Angst, vor der Kamera auszusagen. Wir wissen nur, hinter diesen Kulissen herrscht die Lichtgestalt Jean Ringenwald mit autoritären Methoden. So berichtet ein ehemaliges Mitglied der Troubadoure. Mit Märchen beschäftigt sich auch der sogenannte Yggdrasil-Kreis. Auf Wochenendseminaren werden germanisch-keltische Rituale unterrichtet. Yggdrasil ist ein geschlossener Zirkel. Nur Insidern sind die Veranstaltungen offen. Nachdem er einen Fernkurs für Heiden absolviert hat, darf sich unser Informant Peter Jansen zu einem Yggdrasil-Seminar anmelden. Wir sind in Butzbach, in der Nähe von Frankfurt. Ein unscheinbares Eigenheim als heidnische Kultstätte. In diesen Kellerräumen trifft sich seit Jahren die keltisch-germanische Gemeinschaft. Ihre Lichtgestalt nennt sich Druide. Mit einem Dia-Vortrag werden die Teilnehmer über heilige Kräuter und Bäume unterrichtet. Dabei wird die Pflanzenwelt in gute und schlechte Rassen aufgeteilt. Den Irminsul-Altar kennen wir schon. Vom Armanentreffen in Altena. Nicht die einzige Gemeinsamkeit. Diese Verbindungen zu den Armanen ergeben sich durch mehrere Parallelen, die ich entdeckt habe. Einmal vom Gedankengut her, dann vom eigenen Verständnis als Naturreligion und dann aber auch durch personelle Verbindungen, die zumindest im Oberdruiden Volkert Volkmann, dem Chef von Yggdrasil, auf jeden Fall personell gewährleistet sind. Der gehört damit zu den Führungspersönlichkeiten im Armanenorden. Das ist ganz sicher. Der Tanz um den Runenteppich. Esoterik pur. Ein Beschwörungsritual zur Mobilisierung mystischer Kräfte. Die Yggdrasil-Anhänger halten sich selbst für unpolitisch. Doch im Zweifelsfall wissen sie, wo der Gegner steht.
Ein Mitglied von Yggdrasil, der sogenannte Barde, Johnny der Barde, der hat mir im Auto erzählt, wie sie sich bewaffnen, also wie Yggdrasil-Kreise sich bewaffnen, um gegen die sogenannten linken Spinner-Kiddies vorzugehen. Damit sind gemeint Antifa-Gruppen, indem sie nämlich eine Hühnerkralle nehmen zur Bewaffnung, mit dem Hinweis darauf, dass der Sporn hinten scharfe, glatte Schnitte macht ins Gesicht der sogenannten linken Spinner-Kiddies. Waldeckerland am Edersee. Bei unserer Suche nach völkisch-esoterischen Gruppierungen stoßen wir auf einen gemeinnützigen Verein, die Neuzeitliche Diät- und Lebensschule. Werner Haferbeck, der Ideologe aus dem Collegium Humanum, ist auch hier ein häufig gesehener Gast. Im Wesentlichen geht es der Diät- und Lebensschule um Vollwerternährung. Zum Beispiel der rituellen Zubereitung von Linsen. Die kleinen braunen Bohnen sollen, wie es im Seminar heißt, den Weg zu einer neuen weißen Rasse aufzeigen. Ihr Verzehr mache den häufigen Esser alabasterähnlich durchsichtig. Der Name der Bewegung ist Mazdaznan. Unser Informant Peter Jansen darf mit einer Amateurkamera filmen. Die Mazdaznan-Bewegung besteht nicht nur daraus, Linsen zu essen oder sich alabasterartig zu entwickeln, sondern eben aus einer Einheit von Körper, Seele und Geist. Und das drückt sich in verschiedenen Formen aus, durch bestimmte Gebete, durch Gesänge. Sie empfinden sich als eine Religionsgemeinschaft, diese Mazdaznan-Bewegung. Wenn man die Literatur kennt, ist es eindeutig belegbar, dass sich dabei um eine reine rassistisch-völkische Angelegenheit handelt, um nichts anderes. Eindeutig rechtsextrem. Der Begründer der Mazdaznan-Lehre nennt sich Ottoman Zarathustra Hanisch. Von seinen Anhängern nur der Meister genannt. Auch er eine Lichtgestalt. Für seine Religion hat er um die Jahrhundertwende ein komplettes Liederbuch geschrieben. Mit Atemübungen und streng vegetarischer Ernährung soll ein Ziel erreicht werden, das alle Rechtsextremisten eint. Die Überlegenheit der weißen Rasse. Zitat. Die Hautfarbe der kommenden Rasse wird weißer als das weißeste Alabaster sein. Die kommende Rasse wird der Höhepunkt und der Abschluss der Menschheitsentwicklung sein. Und noch klarer? Die weiße Rasse hat allen farbigen Rassen einen Nervenfaden voraus, der sich von der Zwirbel zur Stirnmitte in das Gebiet des Denkwesens zieht. Und so singen und beten die Mazdaznan-Anhänger in ganz Europa für ihre wahnhaften Ziele. Möge die Vision des Meisters Wirklichkeit werden. Möge eine Zeitenwende kommen, die alle völkischen Gruppierungen eint. Die Zeitenwende, für die Esoteriker ein mythischer Begriff. In der Esoterik wird fast immer davon ausgegangen, dass wir in einer Zeit der Krise und in einer Zeit des Übergangs sind. Aus der Zeit des Übergangs vom Fischzeitalter ins Wassermannzeitalter. Und dass im neuen Zeitalter eine neue Rasse, sozusagen eine geistig höher stehende Rasse, eine Rasse mit einem höheren Bewusstsein, die Welt erobern wird oder sich auf der Welt ausbreiten wird. Und alle Menschen, die dieses höhere Bewusstsein, die keinen Zugang zu diesem höheren Bewusstsein bekommen haben, aussterben werden oder verschwinden. Mancher Anhänger der Mazdaznan-Lehre zählt sich zu dieser auserwählten Rasse. So verrückt ihre Ideologie auch wirken mag, erstaunlich ist, über welche finanziellen Mittel der Verein offenbar verfügen kann. In Bringhausen am Edersee beherrscht der Komplex nahezu das ganze Dorf. Er hat Millionen gekostet. In der Satzung des eingetragenen Vereins stoßen wir auf eine merkwürdige Konstruktion. Über alle Geschäfte bestimmt die Maralba-Stiftung. Ihr Gründer Alfred Batscheider besaß einen der größten Brotkonzerne Deutschlands. Mit einem Stiftungsvermögen von 15 Millionen Mark wird die Diät- und Lebensschule von einer Münchner Anwaltskanzlei aus finanziert. Batscheider hat seine Brotmarken vor Jahren verkauft. Vollkornbrot im Dritten Reich, ein Beitrag zur artgemäßen Ernährung. Zitat. Wer Brot unbedingt essen will, esse nur Vollkornbrot wie das herrliche Simonbrot. Vollkernig die Begründung. Wohlan, gehen wir den Weg zurück zur Natur, Rasse und Gott. Zu dieser Konzeption, dass jedes Volk seine eigene, ihm angestammte Ordnung hat, die mit dem Boden
und der Tradition, der dieses Volk entstammt, in engem Zusammenhang steht, gehört auch die Vorstellung, dass es so etwas wie eine natürliche, einem Volk entsprechende Ernährung gibt. Eben die heimische Ernährung, die heimischen Bodenfrüchte, nichts Fremdes. Stadt Steinach bei Kulmbach in Bayern. Zentrale der Bruderschaft Salem, die in der ganzen Welt Kinder- und Jugenddörfer betreibt. Auch dieses Unternehmen steht seit vielen Jahren im Verdacht, rechtsextremes Gedankengut zu vertreten. Die Bruderschaft und ihr Gründer Gottfried Müller haben diese Behauptung stets zurückgewiesen. Dennoch ist sie nie verstummt. Wir wollen selbst herausfinden, welcher Geist hinter diesen Mauern und Fenstern herrscht. Wir greifen zu einem Trick. Wir engagieren einen Schauspieler. Er mimt den alternden Millionär Josef, der angeblich deutsch-nationale Vereinigungen unterstützen will. Josef soll mit Salem-Chef Müller in Verbindung treten. Peter Jansen stellt den entsprechenden Kontakt her. Ein herzlicher Empfang, denn unser angeblicher Millionär hat Salem-Chef Gottfried Müller eine beachtliche Spende für seine Bruderschaft in Aussicht gestellt. Bereitwillig zeigt Müller dem Schauspieler das weit verzweigte Gelände. Müller will expandieren in Ostpreußen. Dafür braucht er Geld. Beim Thema Ostpreußen gibt Gottfried Müller im vertraulichen Gespräch seine Gesinnung preis. Peter Jansen und Schauspieler Josef haben sie in Gedächtnisprotokollen exakt festgehalten. Adolf Hitler, so Müller, habe den Krieg nicht angefangen. Die Polen hätten den Angriff der Deutschen provoziert. Das alte Deutsche Reich würde wieder entstehen. Die Vereinigten Staaten von Amerika würden zerfallen. Die Indianer erhielten ihr Land zurück und auch die Schwarzen gingen heim nach Afrika. Dann offen rassistische Äußerungen. Es könne nicht angehen, dass ein weißes Mädchen mit einem Schwarzen ins Bett ginge und die Jugend sei falsch programmiert. An dieser Stelle, berichten unsere beiden Zeugen, wurde Müller leidenschaftlich. Auf der Rückfahrt eine vorläufige Bilanz. Müller behält seine rechtsextremen Ansichten nicht für sich, sondern macht sie zur Grundlage seiner Pädagogik. Auch das hat er unseren Informanten gegenüber zugegeben. Ich habe ihn gefragt, ist denn gesichert, Herr Müller, dass Ihre Auffassung, Ihre Haltung überall durchgesetzt wird? Da hat er mir gesagt, sie wird streng eingehalten, ja, in der ganzen Welt, in jedem Saal im Kinderdorf. Immer wieder, das kam auch später raus, ich habe ihn auch mehrfach danach befragt, sozusagen, um zu wissen, wer hätte Zügel in der Hand. Geld, Ideologie, Religiosität, Überwachung der Erziehung, Müller, ja. Letzte Instanz, immer, in jedem Punkt. In der Lüneburger Heide befindet sich, so Gottfried Müller, die Perle der Kinderdörfer der Bruderschaft Salem. Eine Einöde weit ab vom nächstgrößeren Ort. Die Kinder und Jugendlichen verlassen ihr Kinderdorf nur einmal am Tag mit dem Schulbus. Für die restliche Zeit eine Art kaserniertes Dasein. So gut wie keine Chancen für Außenkontakte. Wir wollen wissen, ob Gottfried Müllers politische und pädagogische Vorstellungen hier auch praktiziert werden. Unsere beiden Informanten werden vom Leiter des Kinderdorfs empfangen. Er bestätigt ihnen, dass allein Müllers Wertvorstellungen die Grundlage der hier praktizierten Erziehung sind. Alle Pädagogen müssten regelmäßig zur Ideologieschulung in die Zentrale. Die Kinder machen auf unsere Informanten einen verschüchterten Eindruck. Kein Wunder, wenn es stimmt, was unser Schauspieler vom Salem-Chef selbst erfahren hat. Gottfried Müller sagt mir in einem persönlichen Gespräch, dass er christlich denkt und verzeiht und seinen Kindern beibringt, für die SS-Angehörigen zu beten.
Ist denn dem Jugendamt in irgendeiner Form bekannt, dass sich möglicherweise in diesem Kinderdorf so etwas wie Nazi-Pädagogik abspielt? Mir als Landesjugendamt und damit heimaufsichtlicher Behörde ist dies nicht bekannt. Es gab in den letzten Jahren weder Hinweise, Beschwerden oder Gespräche von ehemaligen Mitarbeitern oder Eltern oder Jugendämtern, die diese Einrichtung betreffen. Und unsere Aufgabe ist, diesen Beschwerden nachzugehen, so wie wir sie denn haben. Wir haben sie nicht. Und ansonsten ist es nicht unsere Aufgabe, kontinuierlich Einrichtungen zu beobachten, zu kontrollieren. Das ist erstmal praktisch gar nicht möglich und auch vom Gesetzgeber gar nicht gewollt. Dem Kinderdorf ist ein biologisch-landwirtschaftlicher Betrieb angegliedert, in dem die Kinder regelmäßig arbeiten müssen. Gottfried Müller ist Anhänger eines solchen Arbeitsdienstes. Und auch das Vorbild ist klar. Zitat. Bei Salem entstand ein solcher freiwilliger Arbeitsdienst, wie er früher schon einmal existierte. So steht es unverblümt in den Salem-Zeitungen. Was wissen die Behörden darüber? Ist denn mal zur Sprache gekommen, dass dort möglicherweise ein Arbeitsdienst nach dem Vorbild des Reichsarbeitsdienstes installiert ist? Nein. Erkenntnisse über braune Tendenzen könnte ein simpler Anruf beim polizeilichen Staatsschutz liefern. Zum Beispiel über diesen Referenten einer Salem-Tagung vom letzten November. Ernst Otto Kurs hatte mit einem Brief an den ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker Aufsehen erregt. Zitat. Weshalb wurde denn das gesamte deutsche Volk jahrzehntelang mit der Lüge von 6 Millionen Vergasungsopfern derartig infam belogen und betrogen? Ein Auschwitz-Leugner als Referent bei Salem. Hauptbahnhof Bielefeld. Das zweite Treffen zwischen Gottfried Müller und unserem angeblichen Millionär. Unser Informant Peter Jansen holt Müller und seine Frau ab. Sie kommen aus Basel, wo Müller, wie er sagt, wichtige Geldgeschäfte zu erledigen hatte. Anscheinend hat der ehemalige Gestapo-Mann völliges Vertrauen in unsere Informanten. Gottfried Müller fragt nach der angekündigten Millionenspende. Für seine Projekte in Ostpreußen brauche er viel Geld, betont er noch einmal. Ostpreußen ist für ihn ein Stück deutsches Land. Die Spenden für die Kinderdörfer laufen über eine Stiftung in der Schweiz, für die er im eigenen Verlag kräftig wirbt. Ein Kinderdorf soll in Kaliningrad entstehen, dem ehemaligen Königsberg. Nach über 2 Stunden ist der Gesprächstermin beendet. Bei der Verabschiedung erfahren unsere Informanten ganz nebenbei, wen Gottfried Müller noch zu seinem Bekanntenkreis zählt. Zum Beispiel den Rechtsterroristen Manfred Röder, wegen eines Anschlags auf ein Asylbewerberheim zu 13 Jahren Haft verurteilt. Bei dem Anschlag starben 1982 2 Vietnamesen. Von Röder sagt Müller, er sei ein guter Mann. Auch Manfred Röder hat einen Teil seiner Aktivitäten nach Ostpreußen verlagert. Hier hofft er auf verbitterte Russlanddeutsche, die der Idee eines Großdeutschen Reiches besonders positiv gegenüberstehen. Auch den Amanenorden treibt es nach Osten. Er baut in Schlesien. Eine Vision eint die Neugermanen. Zitat aus einer Broschüre von Manfred Röder. Dann wird dieses Land wieder Heimat für viele Deutsche und ein stabiler Faktor für ein Europa der Vaterländer. Schafft mit uns den Freistaat Preußen. Städte und liegen in deutschem Land, geraubt durch Verbrecherräte, geschändet jeder deutsche Stand. Die Hoffnung auf das Wiederentstehen des Großdeutschen Reiches vereinigt alle in der rechten Bewegung. Ideologen, Gewalttäter und nationalistische Bänkelsänger. Unverhohlener Revanchismus auf einer NPD-Veranstaltung. Niemals werden wir uns beugen, nie Gewalt für Recht ansehen. Deutschland.
Deutschland, Deutschland über alles. Und das Reich wird neu erstehen. Die Vision eines großdeutschen Reiches ist das Bindeglied zwischen gröhlenden Neonazis und eher leise und im Verborgenen wirkenden rechten Esoterikern. Noch gehen sie getrennte Wege. Doch die Fundamente ihrer germanisch-völkischen Glaubenswelt sind identisch und treten immer offener zutage. In fast jeder Großstadt gibt es inzwischen Esoterikläden, in denen neben magischem Hokuspokus ganz selbstverständlich Nazi-Literatur angeboten wird. In dieser esoterischen Drogerie in Frankfurt kann man wahlweise Werkzeuge für den Satanskult, Rattengift oder Kelche für eine germanische Weihefeier erstehen. Aus Messing. Stückpreis 39,80 Mark. Im Bücherständer nebenan Nazi-verherrlichende Literatur. Und was der Inhaber nicht im Laden hat, kann er in kürzester Zeit über seinen Versandhandel besorgen, erzählt er unserem Informanten Peter Jansen. Unter dem harmlosen Titel Magische Bücher, altbekanntes. Aus dem rechtsradikalen Arun Verlag erhält man die entsprechenden ideologischen Schriften über das neue Großdeutsche Reich. Andere großdeutsche Fantasien zirkulieren in der Szene als Mitschnitte einschlägiger Reden. Ein solches Tondokument wird uns zugespielt. Man muss wirklich sagen, die BRD, und im Jahre 2000 verspreche ich Ihnen, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, wird es die BRD nicht mehr geben. Und dann wird das Deutsche Reich wieder erstanden sein. Ich glaube, dass uns also die Macht zufallen wird wegen der Überlast der Probleme. Das Großdeutsche Reich wird kommen. Davon sind die meisten Rechtsextremisten überzeugt. Bislang haben die Sicherheitsbehörden in der Bundesrepublik rechte Esoterik als Spinnerei abgetan. Sie werden umdenken müssen.